schon los? Okay, man hört mich. So, guten Abend, kann man schon guten Abend sagen? Ja. Also, guten Abend, herzlich willkommen zu Urban Transformation. Das ist der 6. Teil unserer Diskussionsserie. Mein Name ist Olivera Stajic, ich bin Redakteurin bei der Tageszeitung Standard. Für immer Krise zwischen Katastrophenrhetorik und selbstbewusster Klimapolitik. Das ist das Thema, über das wir heute hier in der ehemaligen Postbushalle diskutieren werden. Es ist ein halboffener Raum, Sie sitzen mit Abstand, wir wissen, es ist Corona-Zeit. Sie können auch gerne alle Maske aufsetzen, das ist hier eigenverantwortlich alles. Außerdem werden wir live gestreamt. Alles wird außerdem auch aufgezeichnet und wenn Sie jetzt schon vom Screen sitzen, da haben Sie vielleicht entdeckt, dass Sie mit uns hier auch mitdiskutieren können. Alle Ihre Fragen, die Sie stellen, werde ich versuchen, nachher in die Debatte mit einzubeziehen. Und ich bitte Sie um Beteiligung. Doch bevor wir debattieren können, bitte ich unsere Gastgeberin, Vizebürgermeisterin Birgit Hebein, um ihre Eröffnungs- und Begrüßungsworte. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Frau Stajic. Herzlich willkommen. Wir sind heute sehr resilient untergebracht. Das letzte Mal waren wir im Freien, da hat uns der Regen erwischt. Ja, das heißt, wir sind heute gleich hier. Ich freue mich sehr auf die Diskussionen, die stattfinden werden, auf den Vorträgen, vor allem diesmal ausnahmslos mit Frauen. Einmal eine Abwechslung. Während der Corona-Zeit habe ich das Gefühl, überall, egal ob auf Wiener oder Bundesebene, habe ich es in erster Linie mit Männern zu tun. Ich freue mich tatsächlich auf die Diskussion. Warum? Wir haben eine Veranstaltungsreihe, wo es darum geht, Transformationen in der Stadt, in Städten zu besprechen, zu überdenken, weil Städte Zukunft bedeuten, weil wir alle wissen, dass 75% der weltweiten Energie verbrauchen wir in Städten, über die Hälfte der Menschen wohnen in Städten, 60% Verbrauch beziehungsweise auf der anderen Seite Produktion. Das heißt, zugespitzt in Städten findet Zukunft statt. Wir wissen auch, dass das heißt, gesellschaftliche, politische, ökonomische Wandel und das permanent. Und das heißt für die Politik immer wieder die Frage, wie reagiert man? Wie reagiert man, um Strukturen aufrechtzuerhalten? Wie schafft man Nachhaltigkeit? Wie schafft man es jetzt vor allem durch die Corona-Krise, die unglaublich viel mit uns macht, auch längerfristige Planung? Und reicht es tatsächlich, mit Faktenpolitik zu machen? Oder wirkt Politik ausnahmslos mit Angst? Und ab welchem Augenblick erstarrt die Angst? Das haben wir auch in der einen oder anderen Form in den letzten Monaten erlebt. Das heißt, diese Diskussion, dieses Innehalten, was Stadt überhaupt bedeutet, das wollen wir hier diskutieren. Und ich freue mich sehr über Ihr Interesse und auch über die Diskussion. Es ist natürlich alles auch im Hinblick auf die Klimakrise jetzt angedacht, und die Corona-Krise selbst ist auch noch eine unsagbare Herausforderung für die nächsten Monate. Und wir wissen alle, Wien ist die lebenswerteste Stadt, die liebenswerteste Stadt, aber lebenswert in erster Linie auch für Menschen, die Geld haben. Insofern freue ich mich auf eine spannende Diskussion und übergebe. Vielen Dank. Unsere erste Inspiration bzw. unser erster Vortrag, der uns helfen wird, später zu debattieren, kommt von Eva Horn. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und Literaturwissenschaftlerin, seit 2009 Professorin an der Germanistik an der Uni Wien. Und sie beschäftigt sich unter anderem mit Narrativen der Katastrophe und dem Begriff des Anthropozäns. Das ist ein relativ neuer Begriff, den man versucht zu etablieren für die Zeit der Erdgeschichte, in der wir uns gerade befinden, in der der Mensch eben sehr wohl sehr viel Einfluss auf die Natur nimmt. Ich bitte Sie um Ihren Vortrag. Dankeschön. An.
Ja, jetzt. Okay, also ja, Sie haben es gehört, ich bin keine Stadtexpertin, ich bin Kulturwissenschaftlerin und ich bin Expertin für dieses Unaussprechliche, auf das ich auch gleich noch eingehen werde. Das heißt, was ich Ihnen jetzt vortragen werde, ist ein sehr wahrscheinlich theoretischer und abstrakter Vortrag, der verschiedene sozusagen Ideen bei Ihnen einpflanzen sollen, dann können wir vielleicht hinterher genauer zusammen überlegen, was bringt das für die konkrete Politik, was brauchen wir in Österreich, was brauchen wir in der Stadt Wien, was hat das auch mit Politikstil zu tun? Sie haben gesagt, Angst ist gefährlich, ich werde nachher ein kleines Plädoyer für Angst halten und dann werden wir sehen, wie weit wir damit gemeinsam kommen. Ja, jetzt die PowerPoint. Da, genau, das ist schon mal mein Titel. Okay, ja, das ist mein sozusagen der Vortragsaufbau zunächst mal zu einem Thema, das wir total vergessen haben in den letzten Monaten, nämlich der Klimawandel. Und damit, das habe ich jetzt aus dem Netz geholt, bei dem 25.09. handelt es sich um den 25.09.2020. Wenn ich es richtig verstanden habe, Fridays for Future und die Frage, wie konnte man eigentlich den Klimawandel, von dem wir seit über 30 Jahren ja bestens Bescheid wissen. Die Wissenschaft ist jetzt nicht da vor 2 Jahren draufgekommen, dass das Klima sich ändert, sondern eigentlich meiner Meinung nach hat es erst Fridays for Future geschafft, den Klimawandel wirklich zum Thema in einer sozialen Bewegung zu machen und auch breite Massen zu mobilisieren. Wir sollten, glaube ich, darüber auch noch mal gemeinsam nachher diskutieren, was das eigentlich politisch verändert hat, dass eine Gruppe von Menschen sich für ein sehr, sehr abstraktes und schwieriges Problem engagiert, die eigentlich politisch mundtot sind, insofern die Protagonisten, die Kinder und Jugendlichen ja nicht wahlberechtigt sind und selbst wenn sie einen österreichischen Pass haben, dennoch keinerlei Möglichkeit haben, in irgendeiner Weise an der Willensfindung teilzunehmen. Und ich glaube, genau deshalb war das so eine wahnsinnig wichtige Bewegung und ich hoffe auch sehr, dass wir zurückfinden zu diesem Momentum, dass wir im Herbst 2019 gehabt haben, dass wirklich es geschafft hat, den Klimawandel ganz oben auf die Agenda zu setzen und ihn auch in die Privatsphäre von Menschen reinzubringen. Also viele meiner Freunde erzählen mir von ihren unerträglichen Kindern, die jetzt kein Fleisch mehr essen wollen, die keine Fernreisen machen wollen, die also hingehen und sagen, wir wollen das wirklich im Privaten implementieren. Und das halte ich auch für so eine ganz, ganz wichtige Bewegung. Das ist das, was wir brauchen für das Thema. Nun aber um die Sache, nachdem ich Sie nochmal an den Klimawandel erinnert habe, den wir jetzt so ein bisschen vergessen haben in Zeiten von Corona, gehe ich weiter, um die Sache zu verkomplizieren, nämlich zu meinem Lieblingsbegriff, dem Anthropozän. Viele von Ihnen haben diesen Begriff sicherlich schon gehört, Anthropozän, Sie haben ihn auch schon definiert. Es ist ein Vorschlag, eine Erdepoche neu zu benennen und da kann man sich natürlich zu Recht fragen, ja, was hat das mit uns zu tun. Das ist doch ein sehr akademisches Problem. Was das mit uns zu tun hat, sehen Sie ein bisschen auf dieser Grafik, die ich Ihnen mitgebracht habe. Es ist ein Versuch, Klima darzustellen im Gefüge all der verschiedenen Faktoren, die eigentlich das sogenannte Erdsystem, also die Natur als Ganzes, die Natur des Planeten als Ganzes ausmachen. Da sieht man schnell, das besteht aus sehr, sehr vielen anderen Dingen auch, Ozeanen, die unmittelbar vom Klima beeinflusst werden, Böden und Gestein, die wiederum auch mit dem Klima im Austausch stehen. Gesteinsverwitterung ist ein wichtiger Prozess in der Bindung von CO2, also dem Entzug von CO2. Und dann sieht man so auf der Seite so eine Fabrik und eine Kuh, das wäre sozusagen die Sphäre des Menschen. Warum ist das wichtig? Und warum ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, über Klimawandel in diesem Zusammenhang zu sprechen? Wir müssen Natur als ein System verstehen und Klima als ein Bestandteil dieses Systems. Es geht nicht, man kann sagen, das Klima, wenn das Klima sich ändert, ändert sich doch alles richtig. Aber man kann auch sagen, wenn wir nur das Klima betrachten, dann haben wir ein bisschen die Tendenz, den Systemcharakter der ökologischen Krise, in der wir uns befinden,
fast zu unterschätzen. Sie werden gesagt, man kann doch den Klimawandel nicht unterschätzen, es sei denn, man nimmt ihn nicht ernst. Doch man muss die Sache in einem größeren Gefüge sehen, dass sie hier sozusagen einfach als Symbol abgebildet haben. Was dieses System der Natur kennzeichnet, sind Mechanismen der Selbstregulation. Das ist ein selbstregulierendes Gefüge, in dem der Mensch eine deregulierende oder Regulationen aushebelnde Funktion ausübt, von der man, hier sehen Sie das nochmal größer, von der man zum Teil auch noch nicht genau weiß, welche Effekte was eigentlich hat. Das ist eine Grafik, die hergestellt wurde von einer Gruppe von schwedischen Resilienzforschern um Johan Rockström. Diese Grafik ist so unheimlich berühmt, dass ich sie jetzt nur nochmal so anzitiere. Was Sie da sehen, ist vor allen Dingen, dass Climate Change nur eine von sehr vielen Dimensionen in der ökologischen Krise ist, in der wir uns befinden. Das Wort Krise, das ja hier als sozusagen Überschrift gewählt wurde, ist, glaube ich, für den Vorgang, in dem wir uns mittendrin befinden, auch gar nicht mehr unbedingt adäquat, sondern das Wort Transition ist ja sozusagen die Gesamtveranstaltung. Und ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir uns in einem Übergangsprozess befinden, der auch nicht mehr in eine Balance zurückzubringen ist, sondern in einem fluiden Prozess, der aus diesen ganz, ganz vielen verschiedenen Dimensionen, also Climate Change, Biosphere Integrity, das wäre das, was man Artensterben nennt, oder auch Migration von Arten, Land System Change, also wie Böden sich verändern, wie auch Landgebrauch sich verändert, Freshwater Use, also die Frage nach Wasserzyklen und der Verfügbarkeit von Trinkwassern, dann biochemische Kreisläufe von Phosphor und Stickstoff, Ocean Acidification, also Ozeanversauerung, die unmittelbar mit dem Anteil von CO2 in der Atmosphäre zu tun hat. Atmosphärisches Aerosol Loading ist ganz einfach Luftverschmutzung und schließlich das gute alte Ozonloch. Ein Detail möchte ich kurz noch ansprechen, da werde ich am Schluss noch mal drauf zu sprechen kommen. Da oben Novel Entities. Okay, was heißt das? Das ist der Versuch, die vielen verschiedenen Dimensionen dieser ökologischen Krise oder dieser Übergangs- und Schwellensituation auf den Punkt zu bringen. Und die Wissenschaftler sind ehrlich genug, eines ihrer Tortenstücke als wissen wir nicht zu kennzeichnen. Novel Entities heißt ganz einfach, wir wissen nicht, was vielleicht noch kommt. Das ist, glaube ich, ganz signifikant für die gegenwärtige Situation, dass wir, es sind sehr viele Fragezeichen auch auf der Grafik, dass wir mit Dimensionen des noch nicht Gewussten, des Unbekannten und des sehr, sehr schwer Prognostizierbaren zu tun haben. Gut, das ist das Anthropozän, das heißt, wir haben zu tun mit einer sehr, sehr komplexen und komplizierten Krise, deren Dimensionen wir noch nicht alle kennen, deren Ablauf wir sehr, sehr schwer voraussehen können, auch weil wir zum Beispiel noch nicht wissen, ob nicht aus irgendeiner Ecke, die wir im Moment noch gar nicht überschauen können, Probleme auftauchen. Das andere Problem ist, Katastrophe ohne Ereignis, es ist ein möglichst paradox klingen wollender Begriff, den ich mir ausgedacht habe anlässlich eines Buchs über Katastrophen in der Vergangenheit und in der Gegenwart und Katastrophengefühl. Und ich habe zurückschauend auf große historische, kulturhistorische wirksame Katastrophen wie das Erdbeben von Lissabon oder den Ersten Weltkrieg mich gefragt, was ist denn eigentlich jetzt? Und da fiel mir auf, die Katastrophenforschung, die wir heute haben, sind eigentlich, oder wenn wir das genau anschauen wollen, das ist nicht mehr ereignisförmig. Und das will ich Ihnen kurz erklären, was ich damit meine. Sie werden ja alle denken, wieso Katastrophen ist doch immer, wenn es einen richtig lauten Knall macht und das ist dann ein Ereignis. Genau das ist nicht der Fall in dieser großen
Metakrise oder diesem Übergangsprozess des Anthropozäns. Es ist eine Katastrophe ohne Ereignis. Zunächst mal, Sie haben das ja gesehen an dieser Rockström-Grad, das sind Prozesse, die ganz langsam und schrittweise Artenmigration, Artensterben, das nur in Einzelfällen, in Ausnahmefällen kann man sagen, bam, hier ist jetzt eine Spezies gestorben. Wenn die Spezies Fell hat und hübsche, coole Augen, dann kriegen wir das noch mit. Wenn das irgendeine langweilige Pflanze ist, ja, blöd, aber Und ganz viel Ozonloch, merken die Australier, die mehr Hautkrebs haben, CO2-Anstieg, das verzeichnen wir nur noch so, ja, 430 parts per million und so. Okay, steigt halt, aber das steigt schleichend. Wir riechen es nicht, wir merken es nicht, wir spüren es nicht. Und das heißt, wir haben also mit schrittweisen Prozessen zu tun, die kein Ereignis erzeugen, die auch keinen Ort haben. Ich meine, Klimawandel oder auch Artenmigration fällt an jedem Ort der Welt anders aus und es ist sehr, sehr schwer, das zu lokalisieren und in ein konkretes Problem zu fassen. Unsere Aufgabe hier in Österreich ist beispielsweise, und das ist ein ziemlich kompliziertes Unterfangen, Prognosen zu geben, was Klimawandel für Österreich bedeuten wird und das da wir so sehr, sehr viele unterschiedliche Landschaftstypen hier haben, ist das auch sehr, sehr unterschiedlich. Am konkretesten wird es, finde ich, wenn man mit Winzern redet oder mit Leuten, die eben Dinge anbauen oder an einem See wohnen. Die können einem das sehr, sehr anschaulich schildern, was das für sie konkret auch wirtschaftlich bedeutet. Dennoch, Ereignisse sind das nicht. Letztes Problem, das auch die politische Adressierbarkeit dieses Anthropozän-Vorgangs angeht, ist, es gibt keine richtig benennbaren Verantwortlichen. Es gibt immer wieder Politiker, die sich dafür entscheiden, ihre Umweltbehörde zurückzubauen, Auflagen, Klimaschutzauflagen nicht zu wollen und dergleichen. Dennoch kann man nicht sagen, die sind verantwortlich im Sinne von unmittelbar kausal beteiligt daran, dass CO2 oder andere Treibhausgase in der Atmosphäre steigen, sondern wir sind alle, das wissen Sie auch, wir sind alle mit unserem Lebensstil daran beteiligt, den Klimawandel und diese ganzen verschiedenen Umbruchphasen des Anthropozäns voranzutreiben. Das heißt, wir, und dazu eine kleine lustige Grafik, die ich vor einigen Jahren in National Geographic gefunden habe, wir wissen eigentlich weder, was auf uns zukommt, wann, wie. Wir stehen vor einer ziemlich dunklen, irgendwie diffusen Bedrohungssituation, ohne richtige Szenarien dafür zu haben. Deshalb haben wir, und das kennzeichnet, glaube ich, sehr, sehr stark die letzten 20 Jahre, ich glaube, Corona hat da einiges geändert, so eine Vielfalt von Szenarien. Also was haben wir hier? Ein Tsunami schlägt auf, eine Superlawine geht runter. A pandemic traps you overseas or at home. Ne? Also Pandemien sind auch auf diesem Ding drauf. Das geht dann noch ein paar Seiten weiter runter. Ich habe nur dieses... Aber der Kern ist dieses diese lustige Überschrift How to survive almost anything. Also ich glaube, das drückt wirklich das Zeitgefühl der Nuller- und Zehnerjahre sehr, sehr stark aus, zu sagen, wir sind vorbereitet auf alles, aber wir glauben auch, dass wir es irgendwie überstehen werden. Es ist nicht so ernst zu nehmen. Wir wissen nicht genau, woher die Gefahr droht. Wir machen uns so ein bisschen Sorgen, aber in einer gewissen Weise ist es eher wie so eine Art Impfung. Also man geht ins Kino, guckt sich einen Katastrophenfilm an. Es gab unendlich viele Katastrophenfilme in den letzten 20 Jahren. Und man nimmt es nicht so richtig wahr. Denken Sie, das haben Sie sicher alle gehört, an diesen Vortrag von, ich glaube, 2017 von Bill Gates über die Gefahr einer Pandemie und dass niemand richtig dafür gerüstet ist.
Ja, das war eines dieser beliebigen Szenarien. Man hat gesagt, ja, wäre echt blöd. Na, hoffentlich haben unsere Regierungen schön viel Masken eingelagert. Ja, okay. Das führt zu einem seltsamen Paradox im Verhältnis zur Zukunft. Wir haben einerseits so eine Art reflexiven Alarmismus. Wir sind alle total, wir wissen alle super Bescheid. Ja, wir gucken Bill Gates in TED-Talk und sagen, ja, die Pandemie könnte kommen, der Klimawandel, blöd, ja, was bedeutet das für Österreich, was bedeutet es für Europa, was bedeutet es für die Welt? Gibt es dann vielleicht Migrationsströme, Klimaflüchtlinge? Da wird geredet und man kann sich auch so Filme dazu angucken oder fiktionale Szenarien mit allen möglichen Zombie-Apokalypsen oder was das Hollywood-Kino halt so bietet. Das ist die eine Seite. Wir sind total oberschlau. Es gibt dann auch die Prepper, die lagern also wirklich Benzin im Keller ein und Milchpulver. Haben wir jetzt alle gemacht angesichts Corona, Dosenbrot und so. Das ist die eine Seite. Haarmilch. Ich hatte ganz viel Haarmilch. Also ich bin auch ein Prepper. Aber auf der anderen Seite tun wir nichts. Und das ist, glaube ich, das Problem in diesem Zukunftsverhältnis. Wir haben mit dieser seltsamen Prozesshaftigkeit zu tun und Vertrauen. Und das ist die Erfahrung, die wir, also unsere Generation auch gemacht hat. Es bleibt irgendwie doch alles einigermaßen stabil. Es ist okay, es wird nichts passieren. Also wir reden über Klimawandel und den großen Knall oder das Unwetter oder dass in der Wachau kein grüner Veltliner mehr wächst. Naja, also man kann sich so richtig schlimme Katastrophen vorstellen. Und auf der anderen Seite glauben wir aber nicht, was uns von Seiten der Klimaforschung immer wieder prognostiziert worden ist. Man kann sagen, wir glauben nicht, was wir eigentlich wissen. Ja? Auch Politiker kriegen alle Regierungen haben ihre Klimaräte und kriegen Beratung ohne Ende. Vielen Dank für diese wunderbare Beratung. Wir wollen jetzt aber doch wieder zurück zur Sozialpolitik. Das heißt, unsere, ich würde sagen, Zukunftsblindheit hat eine seltsame Struktur von sehr gut informiert sein und andererseits aber das nicht für richtig, für wahrscheinlich halten, für wahr halten oder für etwas halten, das uns wirklich auch blüht. Ja, Sie denken, Sie haben es schon fast geschafft, das ist aber nicht so. Es kommen noch zwei Punkte. Und der nächste Punkt ist mir vielleicht der wichtigste, der wird aber auch jetzt am allerabstraktesten und super kompliziert. Und zwar der Begriff des Kipppunkt oder Tipping Points auf gut Englisch. Tipping Points haben Sie, und das macht Sie so interessant, sowohl in sozialen Prozessen als auch in natürlich, also physischen oder chemischen Prozessen. Das heißt also, diese große Verstrickung von Natur und Sozialem oder Natur und Kultur, Natur und menschlicher Sphäre wird im Tipping Point sozusagen zu einer gemeinsamen Denkfigur. Der Begriff wurde 2001, glaube ich, vor allen Dingen von einem amerikanischen Wissenschaftsjournalisten Malcolm Gladwell popularisiert und der versucht, diesem Tipping Point bestimmte Eigenschaften zuzuschreiben. Es geht um den Punkt, an dem ein Prozess, stellen Sie sich diese Hockeyschlägerkurven vor, die Sie alle kennen aus der Klimaforschung, an dem eine scheinbar sehr, sehr kontinuierliche, langsam steigende Bewegung plötzlich nach oben knickt. Wir kennen es, ich zeige Ihnen nachher die Corona-Kurve, da wissen Sie, was ein Tipping Point ist, aber ich glaube, Sie kennen den Begriff eh. Nun, was zeichnet Tipping Points im Sozialen aus? Es sind Vorgänge, die sozusagen eine Verbreitung zwischen sozialen Spielern, also zwischen Leuten, die an der Gesellschaft teilnehmen, beschreiben, aber die sich nicht unmittelbar kausal beeinflussen, sondern die sich eher anstecken oder die etwas hören und dann anfangen, darüber nachzudenken. Gutes Beispiel sind Moden. Wie wird etwas zu einem Bestseller? Andere Beispiele, die Gladwell untersucht, sind aber zum Beispiel auch Kriminalitätsraten oder die soziale Segregation in Vierteln. Also warum ziehen auf einmal Weiße weg, wenn Schwarze hinziehen? Das sind
sind. Die ersten Forschungen zu sozialen Tipping Points sind Forschungen zur sozialen Segregation in den 60er Jahren in Amerika. Also warum macht einer etwas aus scheinbar völlig freien Stücken, ohne dass ihm jemand gesagt hat, du sollst, du musst, es wird billiger oder teurer für dich. Es gibt keine aktiven Steuerungsmaßnahmen, sondern es sind selbstorganisierte Prozesse. Und genau das zeichnet die Regulationsprozesse in diesem Erdsystem aus, das ich Ihnen ganz am Anfang gezeigt habe. Es gibt, zweiter Punkt, ganz wichtig, sogenannte Superspreader oder Early Adopters, das sind gut vernetzte Individuen, die besonders viele sozusagen mit einer Idee in Kontakt bringen. Das sind sozusagen die Trendsetter. Wenn so ein Prozess dann mal am Rollen ist, reichen ganz kleine Ursachen, ein Gerücht, das sich verbreitet oder eine Preissenkung oder eine Preiserhöhung oder eine gute Werbung beim Durchsetzen von Moden, eine kleine Sache, die vorher nichts gebracht hätte, um einen Knick der Kurve nach oben zu bewirken. Und dann hat man eben diesen Prozess der Eskalation. Das ist zunächst mal, wenn wir über Moden reden oder den Verkauf eines Bestsellers, ist das alles ganz wunderbar. Bei Corona haben wir gesehen, das war auch viral, aber in einer Weise, die uns nicht wirklich gefallen hat. Nun gibt es Tipping Points auch im Klimasystem. Vielleicht ein ganz einfach zu verstehendes Beispiel im Klimasystem, das Sie alle kennen. Der Schmelzpunkt von Wasser oder der Schmelzpunkt von Eis. Ja, das sind die Polkappen und natürlich auch die Kryosphäre in den Bergen. Wir haben hier in Österreich durch die Alpen sehr viel relativ intakte Kryosphäre, die sich im Moment auch verändert. Eis bleibt sehr, sehr lange stabil, bis es auf einen einzigen ganz, ganz schmalen Temperaturbereich zusteuert und dann schmilzt es. Das ist sozusagen der Gefrierpunkt von Wasser, ist so ein Tipping Point. Da spielt sich eine radikale Veränderung ab im Bereich von etwa 3 Grad Celsius. Ja, Sie alle wissen, dass das Abschmelzen der Polkappen oder auch der Eisregionen in Gebirgen, in Hochgebirgen, die Albedo der Erde ganz stark verändert, also die Fähigkeit der Erde, Sonnenwärme zurückzustrahlen ins All. Damit absorbiert dunkles Gestein oder auch dunkles Wasser mehr Erde und die Sache geht immer schneller. Das ist ein Tipping Point in der Natur. Was Sie hier sehen, das ist ein ganz neuer Artikel von 2019 von Erdsystemforschern, ist, dass Tipping Points unglücklicherweise auch noch alle miteinander zusammenhängen. Das heißt, ein Tipping Point wird überschritten und triggert dann andere sehr schnelle eskalatorische Prozesse. Ja, das ist sozusagen nochmal die ganze Erde gesehen. Sie sehen hier so eine komische eingedellte Ebene, über die eine Kugel mehr nach rechts oder mehr nach links läuft. Und das ist ein Schema für Wissenschaftler, um etwas zu illustrieren, was man ein fragiles Gleichgewicht nennt, also eine kipplige Situation, in der sich die Erde immer befunden hat. Es gibt nicht so etwas wie ein Gleichgewicht der Natur, das stabil ist. Das war mal so im Holozän, aber das ist eigentlich nicht der Normalzustand der Erde, sondern die Erde ist in einem extrem fragilen Gleichgewicht. Und je nachdem, welche Faktoren auf sie einwirken, ist sie sehr, sehr schnell auch als Gesamtsystem, auch als selbstregulierendes Gesamtsystem aus diesem Gleichgewicht herauszubringen. Nur um sozusagen nochmal diese ganze planetarische Dimension hier reinzubringen. Was bedeutet diese ja doch ziemlich gravierende Erweiterung der Perspektive und all diese vielen wissenschaftlichen Denkfiguren nun für eine Möglichkeit der Zukunftspolitik? Denn darum geht es mir eigentlich. Oder für ein Grundbewusstsein, wenn man Zukunft gestalten will,
in dieser Komplexität, mit der wir zu tun haben, dass wir immer das Lokale in einem planetarischen Gefüge sehen müssen und so weiter, das wissen wir eh. Aber ich glaube, dieses Konzept des Kipppunktes kann uns nochmal ein bisschen was deutlich machen, was wir in vielen Hinsichten gerade in Corona eben auch sehr stark erfahren haben. Ich würde sagen, Corona ist sicherlich nicht das ganze Anthropozän, aber es war in vielen Hinsichten eine Art Testlauf auf Speed. Ja, also alles musste unvorstellbar schnell gehen. Es war oft nicht mal die Zeit, wirklich wissenschaftlich den neuesten Stand zu erfahren. Man hatte den neuesten Stand, zum Teil wussten die Wissenschaftler es eben auch nicht so genau. Und das heißt, dieses Unter-Zeitdruck-Handeln von Corona ist, glaube ich, eine Lektion, die wir mitnehmen können. Ja, ach genau, hier sehen Sie jetzt nochmal den Corona-Tipping-Point. Also das Interessante an Tipping-Points ist in einer gewissen Weise diese Zone hier. Als wir hier sind, Anfang März, ist das Kind im Brunnen. Was hätten wir hier machen können? Wer hätte wann was machen können in dieser Phase bis Anfang März oder auch Mitte Februar? Wir wissen, da haben einige Leute in verschiedenen österreichischen Bundesländern ein bisschen geschlafen und Abrechi gemacht. Okay, aber das Interessante an Tipping Points ist nicht, wenn es nach oben schießt. Dann hat man einfach Katastrophenmanagement. Dazu sage ich auch noch ein bisschen was. Sondern was mache ich, wenn ich erste Symptome habe, aber das sieht alles so unspektakulär aus. Das ist das, was wir im Moment mit dem Klimawandel haben. Das ist ja nun nicht, ich meine, ja, es hat heute geregnet, aber das ist ja kein Katastrophengeschehen. Die Frage ist, wo sind die Hinweise auf das, was eigentlich passiert. Wir müssen auf diese flachen Kurven gucken. Das heißt, genau, Eskalation oder mit Eskalationen rechnen. Wir müssen davon ausgehen, dass wir uns eigentlich ökologisch im Moment noch in einer Latenzzeit befinden, also in dieser flachen Zeit, mal sehen, hier, gibt es nur einmal so ganz kurz Anfang Februar so einen kleinen Ausbruch, das ist wahrscheinlich in China, das sind die weltweiten Infektionszahlen einfach von der Johns Hopkins University. Aber, jetzt gehe ich in die falsche Richtung, sorry. Die Frage ist, wie können wir in Phasen, in denen alles stabil erscheint, Hinweise sammeln auf mögliche Gefährdungen. Das heißt auch, dass wir doch Prävention und Vorsorgemaßnahmen, die oft viel Geld kosten, man sagt, ja, warum soll man den Masken einlagern oder mehr Intensivbetten haben, als unbedingt nötig sind, dass man Prävention und Vorsorge, die häufig unökonomisch sind, doch einen größeren Stellenwert zurechnet. Das ist der Punkt mit der Angst. Jetzt kommt der Punkt. Ich glaube, dass Alarmismus gar nicht unbedingt fehl am Platz ist. Gerade nach der Corona-Erfahrung, die wir gemacht haben, etwas mehr Alarmismus im Jänner hätte vieles verhindern können. Ja, und einige Länder, die diesen Alarmismus hatten, wie beispielsweise Taiwan, das sehr nah an China dran ist und das der chinesischen Informationspolitik auch immer nicht so richtig glaubt. Wir haben es alles unter Kontrolle, der Taiwanese vielleicht auch nicht. Und es hat für einige Länder gut funktioniert, ängstlich zu sein, alarmistisch zu sein. Grundsätzlich würde ich sagen, Angst hat immer zwei Seiten. Einerseits eine lähmende Seite, wo man sagt, ja, was machen wir jetzt? Ja, am besten rumsitzen, Haare raufen, ist immer eine gute Idee. Das andere an Angst ist Aktivierung. Angst aktiviert. Und Alarmismus, wir hatten diesen gemütlichen Kinosessel-Alarmismus in den letzten 20 Jahren. Und so, ja, wir gucken uns einen Film an wie The Day After Tomorrow, der Klimawandel, hau, tolle Bilder, Roland Emmerich ist ein Hit. Aber was ändern, auf die Straße gehen, wollen wir dann doch nicht. Ist zu viel Arbeit, es sieht ja alles so stabil aus.
Alarmismus heißt wirklich, das, was wir wissenschaftlich an Fakten zur Verfügung haben, wie beispielsweise dieses wunderbare Diagramm, das mich also nicht so ruhig schlafen lässt mit diesen verknüpften Tipping Points. Das sieht nicht gut aus. Wir haben eben einen Tipping Point, der wirklich schon erreicht ist in der Kryosphäre. Also im Moment tauen einfach Permafrostböden in Sibirien ab. Die Antarktis zerfällt in ihre Bestandteile und so weiter. Die Frage ist, wäre da nicht etwas Angst doch mehr angebracht? Das andere mit den Eskalationen ist eine Zukunftspolitik, das geht nochmal zurück auf Fridays for Future, und das ist eine sehr, sehr tiefschürfende demokratietheoretische Überlegung, die ich habe. Wie können wir diejenigen Bürgerinnen und Bürger, die längere Zukünfte vor sich haben, wie zum Beispiel kleine Kinder, stärker deren Interessen in die Politik einbringen. Wir haben gesehen, also die 14-Jährigen sind Manns genug und Fraus genug, auf die Straße zu gehen oder ihren Eltern die Hölle heiß zu machen. Die haben wirklich eine Unterbrechung. Deshalb ist das auch ein Streik und nicht einfach eine Demo, was die Greta Thunberg sich da überlegt hat. Wie können diese Mundtoten aber doch mit einer langen und möglicherweise hochproblematischen Zukunft konfrontierten Bürger in Österreich sein? Ich habe auch kein Wahlrecht hier in Österreich, deshalb fühle ich mich da auch ein bisschen betroffen, aber ich bin alt, relativ alt. Was mich interessiert, ist die Frage, können wir die Rechte auf eine weiter funktionierende Umwelt, die Rechte von Kindern, von Leuten, die eine Restlaufzeit von 80 Jahren vor sich haben, können wir die politisch irgendwie einbringen? Nicht nur, indem wir für sie sprechen, sondern indem wir beispielsweise ihren Eltern eine Stimme mehr geben an der Urne. Wäre doch eine Idee. Dann wählen die erstmal, bis die Kinder 5 sind, und dann wählen die selbst. Nächster Punkt, Umgang mit Wissen. Das haben wir in der Corona-Krise wirklich gelernt. Wir müssen mit Nichtwissen umgehen. Deshalb finde ich das so schön in dem Rockström-Diagramm, dass sie diese Novel Entities, dieses Wismar Arnett, da reingemacht haben. Es geht wirklich darum, mit Überraschungen zu rechnen und auch mit dem eigenen Nichtwissen und gleichzeitig aber auch Politikern und Wissenschaftlerinnen zuzugestehen, dass sie auch manchmal sagen, das haben wir jetzt sehr, sehr viel erlebt in Corona, das können wir noch nicht so genau sagen. Was jetzt passiert ist, in Deutschland gab es diesen Shitstorm auf Professor Drosten, der die Bundesregierung beraten hat. Und dann kam die Bild-Zeitung und hat gesagt, der hat irgendeinen Fehler in der Studie gemacht oder zu früh Schlussfolgerungen gezogen. Ja, so ist Wissenschaft. Das passiert. Und Politiker müssen in so einer Krise wie der Corona-Krise sehr häufig Entscheidungen treffen auf der Basis von noch nicht abgeschlossenem Wissen. Und ich glaube, das müssen wir einpreisen. Wir können das weder den Wissenschaftlern noch den Entscheidungsträgerinnen vorwerfen, dass sie Entscheidungen getroffen haben, ohne es sozusagen von einem göttlichen Standpunkt der Allwissendheit zu wissen, wie die Sache läuft. Das Zweite ist, das Zweite ist natürlich an die Wissenschaft glauben, vielleicht nicht an mich, aber an die Kollegen von der Klimaforschung. Ja, also wissenschaftliches Wissen wirklich ernst nehmen und nicht nur als Theorieblabla zur Kenntnis nehmen, sondern wirklich zu fragen, was heißt das konkret, was müssen wir tun, dieses Wissen habend, was müssen wir tun? Wir wussten über Corona seit Jänner ganz gut Bescheid. Ich wurde ständig gefragt, ja, was halten Sie denn davon, Sie sind doch Katastrophenexperte. Was habe ich gesagt? Oh, ist doch nicht so, Mensch, da in China, da haben halt ein paar so eine bisschen verschärfte Grippe. Ich wusste nichts und ich wusste es doch. Und ich habe Freunde bei der WHO, die haben mir immer gesagt, Eva, also wenn mal so eine richtige Pandemie in Zeiten der Globalisierung über uns rüber schwappt, dann zieh dich warm an. Ich habe es nicht ernst genommen, Sie wahrscheinlich auch nicht oder vielleicht nur einige von Ihnen. Das ist das, was ich meine. Wir müssen wirklich
glauben, was wir wissen. Dritter Punkt, die Vorhersagen, und das ist wieder der Alarmismus, eben wirklich als reale Prognosen zur Kenntnis zu nehmen. Nicht nur zu sagen, das ist ein Szenario, sondern zu sagen, was wäre denn, wenn das wirklich passiert, was müssen wir jetzt tun, um das zu verhindern? Das ist das berühmte, diese Parabel von Jonas als Prophet, der nach Ninive geht und sagt, Gott wird euch vernichten. Und die Bewohner von Ninive sagen, oh scheiße, das ist jetzt wirklich blöd. Und sie gehen sofort in sich, bestreuen sich mit Asche, nehmen einen tugendhaften Lebenswandel an und Gott vernichtet sie nicht. Die haben es in einer gewissen Weise richtig gemacht, aber für Jonas ist das natürlich ein Problem und es gibt nicht viele Geschichten, wo Prävention hinterher belohnt wird. Wir hatten das auch in der Corona-Krise. Letzter Punkt, jetzt bin ich wirklich fertig. Kontingenzbewusstsein. Nichts muss so sein, wie es ist. Ich glaube, wir müssen bestimmte politische Prioritäten auch hinterfragen. Wir haben immer die Tendenz zu sagen, uns ist, wie sagt man, das Hemd näher als die Hose oder die Jacke. Also die Sozialpolitik, die Wirtschaftspolitik hat immer Priorität gegenüber Umweltpolitik, die so eher sowas für den späteren Nachmittag ist. Das Hinterfragen oder von Machbarkeit oder die Rede von der Nichtmachbarkeit ist, glaube ich, ein Punkt, an dem wir wirklich auch über die Verantwortung jedes Einzelnen und jeder Einzelnen reden müssen. Die Frage, wie viel Handlungsspielraum haben wir eigentlich als Bürgerinnen, wenn wir nicht an der Urne unsere Stimme abgeben, wie es so schön heißt, sondern was können wir tun als Konsumentinnen, was können wir tun als politische Stimme, wie Fridays for Future es uns vorgeführt hat. Aber welche gesetzlichen Regelungen brauchen wir, zum Beispiel, wenn ich als Konsumentin klimafreundliche Entscheidungen treffen will, dann brauche ich bestimmte Informationen über die Ware. Ja, da fehlt es vorn und hinten oder es ist noch lange nicht genug da. Punkt C, da werden Sie jetzt wahrscheinlich etwas lächeln, Frau Vizebürgermeisterin. Unpopuläre Maßnahmen. Ja, ich meine, das ist jetzt nichts wahnsinnig Exotisches, CO2-Steuer, Road-Pricing, Gesetze gegen geplante Obsoleszenz, Parkplätze vernichten und dergleichen mehr. Nicht jeder von Ihnen wird das hier, so, diese Liste gleich so umstandslos unterschreiben. Dinge müssen teurer werden, Steuern müssen rauf, das ist nicht so toll. Das ist nicht gut zu verkaufen, nehme ich mal an. Letzter Punkt, wie können wir das verbreiten? Ich glaube, Fridays for Future hat das sehr schön vorgemacht, gerade weil es Kinder waren, die ganz stark Klimapolitik in ihre Familien reingetragen haben und das sozusagen in den privaten, im privaten Raum ansteckend gewirkt haben. Ich glaube, wir müssen viral werden in dem Sinne, dass wir viel mehr darüber reden, dass wir das auch sozusagen auspreisen, wer was macht, dass wir das bewundern, dass darüber mehr Berichterstattung passiert, dass wir sozusagen versuchen, bestimmte Maßstäbe, zum Beispiel auch des individuellen Handelns, bestimmte Dinge nicht mehr zu kaufen, bestimmte Dinge immer weniger zu tun, dass das sozusagen sich fortpflanzt, wie jene Moden, von denen Malcolm Gladwell spricht. Also Bewusstsein in der Gesellschaft wird nicht von oben verändert, sondern eigentlich eben durch diese viralen Ansteckungsprozesse, die in dem Fall eigentlich auch mal ganz schön sind, also Umweltschutz als soziale Bewegung und individuellen Lebensstil. Damit bin ich am Ende und danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Geduld. Ich bedanke mich auch für den Vortrag. Und weil es jetzt auch teilweise auch biblisch wurde, habe ich, um Buße zu tun, natürlich 10-mal Anthropozän geübt. Und kann es jetzt, nein, verzeihen Sie, es war der Aufregung und der Müdigkeit geschuldet, dass ich es am Anfang falsch ausgesprochen habe. Nun, wie lange ich geübt habe, bis ich das konnte. Im Grunde ist es relativ einfaches Wort, aber ein sehr komplexer Begriff. Doch bevor wir darüber diskutieren, haben wir noch eine
weitere Teilnehmerin unserer Veranstaltung, und zwar die Frau Theresia Vogel, die heute nicht bei uns sein kann hier im Raum, aber sie wird gleich dazu geschaltet. Sie ist gerade in Alpbach. Ich stelle sie in zwei Sätzen vor, bevor wir dann ihren Vortrag hören. Theresia Vogel führt seit 2010 gemeinsam mit Ingvar Hörbart die Geschäfte des Klima- und Energiefonds. Zuvor leitete sie in der österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft den Bereich der Strukturprogramme. Und ich hoffe, dass bald der Bildschirm sich ändert und wir Sie sehen. Hallo Frau Theresia Vogel, bitte legen Sie los, wir hören Sie hoffentlich gleich. Ja, hallo, ich habe alles schön verfolgen können und wollte mich auch einmal ganz herzlich bei Frau Horn bedanken. Es war ein mitreißender, spannender Vortrag und Sie haben es einfach geschafft, ganz viele Punkte zu adressieren, die auch uns umtreiben. Also vielen Dank für das. Wenn es darum geht, loszulegen, dann möchte ich vielleicht ein bisschen auch bei Ihnen dann anknüpfen, weil das, was schon gesagt wird, braucht man nicht nochmal sagen. Sie haben einen Punkt angesprochen, den ich gegen Ende Ihres Vortrags hin, den ich sehr spannend gefunden habe. Da ist es darum gegangen, dieses Thema, das war die drittletzte Folie, glaube ich, Alarmismus, Eskalation, also schneller handeln. Genau das ist es, was uns wirklich im Klima- und Energiefonds umtreibt, nämlich, dass wir konsequent, rasch und vor allem wissensbasiert handeln. Und Sie haben das ja sehr gut ein bisschen umrissen. Man weiß vieles, man tut es nicht. Was wir aber gesehen haben, und da ist für uns, es war ganz spannend zu beobachten, dass in dieser Zeit der Corona-Krise es möglich war, dass die Politik wirklich mit der Gesellschaft quasi in dem Schulterschluss gegangen ist und hier über Partei und auch über Landesgrenzen hinaus in dieser Zeit einer relativ hohen Bedrohung es geschafft hat, wirklich gemeinsam vieles möglich zu machen. Und was auch interessant ist, und das war nämlich auch für die Klimaforscher und Forscherinnen, glaube ich, sehr interessant, plötzlich hatte die Wissenschaft wieder eine sehr laute Stimme. Also es gab viele Nachrichtensendungen, wo die Wissenschaft dabei war und Ähnliches. Das würde man sich also in diesem Ausmaß für die Klimaforschung auch wünschen, dass hier diese Stimme präsent ist, dass sie gehört wird und dass dann auch das getan wird, was hier empfohlen ist. Ich glaube, das war einfach, also für uns war das eine unglaublich wichtige Lehre und ich kann das nur sagen, was wir sehen, und Sie haben es auch gut skizziert, wie die Klimakrise sich entwickelt. Es ist schlichtweg so, Zeit ist Geld. Wir haben beides nicht mehr. Wir müssen uns von dieser fossilen, von diesem fossilen System verabschieden. Nur dann wird es uns gelingen, den Schaden sozusagen zu limitieren. Und ich spreche wirklich im Zusammenhang mit der Klimakrise von bereits manifesten Schäden. Das geht in Österreich in einige Milliarden pro Jahr. Wir können das verfolgen. Das sind Überschwemmungen, das sind Dürreschäden, das sind Schäden im Forst. Aber auch, und das muss man auch ganz klar sagen, es sterben Menschen am Hitzetod. Also der Preis ist sehr, sehr hoch, den wir hier bezahlen. Und ich glaube, das ist etwas, über das man wahrscheinlich noch viel zu wenig spricht. Und daher, also für uns ist ganz klar das, was Sie gesagt haben, es muss schnell gehandelt werden, es muss wissensbasiert gehandelt werden. Das kann ich, möchte ich wirklich hier ganz intensiv bestätigen. Und ich möchte noch auf einen zweiten Punkt eingehen, der aus unserer Sicht ganz wichtig ist. Der Klima- und Energiefonds ist eine Fördereinrichtung und wir vergeben auch Förderungen. Was wir sehen, ist im Zusammenwirken auch mit der öffentlichen Hand, dass hier ganz viel Potenzial ist, dass die öffentliche Hand hier Vorreiter ist. Dass die öffentliche Hand in Form der Bundesregierung, Landesregierungen, kommunalen Regierungen viele, viele Projekte setzt, die zeigen, was grundsätzlich getan werden kann, in welcher Zeit etwas umgesetzt werden kann, wo grüne Innovationen entstehen. Das halten wir auch für sehr wichtig und wir glauben, es ist ganz wichtig, über diese Dinge auch positiv zu sprechen. Denn Sie haben es ein bisschen auch gesagt, mit der Angst alleine bewegt man noch zu wenig. Also es gibt dann auch bei manchen die Schockstarre oder das Thema, ich schalte auf Durchzug. Ich höre zwar die Nachricht, aber es ist mir irgendwo gleichgültig. Ich ziehe mich ins heimische quasi Biedermeier zurück in mein Privathaus, mache meinen kleinen Privatpool oder Ähnliches. Und was da draußen passiert, mit dem will ich jetzt gar nichts mehr zu tun haben, weil das ist ohnehin alles nur schrecklich. Also wir glauben, es ist auch ganz wichtig, dass man die öffentlichen Hände stimuliert, dass sie in innovative Projekte gehen, dass sie grüne Projekte umsetzen, dass auch gezeigt wird, was dann damit bewirkt wird. Das hat nämlich dann meistens auch eine durchaus positive wirtschaftliche Folgewirkung, die wir auch dringend brauchen, gerade in Zeiten einer anderen Krise gleichzeitig. Aber das hilft uns hier auch, Vorreiter zu sein in vielen Themen. Und auch da schaut man auf Österreich.
Und ich möchte nur noch auf eines vielleicht auch hinweisen. Es hat geheißen, das Statement muss sehr kurz sein. Der Punkt hat auch, die Corona-Krise hat auch ein bisschen gezeigt oder sehr stark gezeigt, wo Dinge liegen, die man durchaus ändern sollte oder ändern muss. Wir haben gesehen beispielsweise, dass globale Wertschöpfungsketten irgendwo, ich möchte nicht sagen zum Erliegen kommen, aber doch bedeutend schwächeln, ja. Und wir haben gesehen, es ist einfach notwendig und wichtig, dass wir auch regionale Wertschöpfung haben und generieren können. Und auch wenn vieles vielleicht aus einer globalen Wertschöpfungskette zunächst einfacher und billiger erscheint, dann ist doch eine Abhängigkeit da, die man nicht kurzfristig ändern kann. Da geht es um Know-how, da geht es um Rohstoffe, da geht es auch um Anlagen, mit denen man bestimmte Produkte produzieren kann. Und es ist auch, glaube ich, ein Thema, das uns Corona natürlich gezeigt hat, erst in der Bedrohung, in einer wirklich ganz massiven Bedrohung ist man bereit, den Lebensstil beträchtlich und sofort zu verändern. Und das ist etwas, das wir in der Klimakrise, Sie haben das sehr schön auch skizziert, die ist ja nicht so sofort. Und es ändert sich ja nichts, wenn ich mein Verhalten sofort ändere als Individuum. Also das ist, glaube ich, auch so das Thema, dass wir hier viel stärker noch damit arbeiten müssen, zu zeigen, was ist möglich und was bewirkt das dann auch. Aber natürlich, dritter Punkt von mir, gemeinsam handeln ist das Entscheidende. Es muss einen Schulterschluss in der Gesellschaft geben. Sie haben es ein bisschen angesprochen, Sie haben gesagt, die jungen Menschen, sage ich mal, die Jungen sind die Hauptbetroffenen an der Klimakrise. Deren Zukunft ist es, die auf dem Spiel steht. 2050 ist der Zeitraum, wo ich also eine uralte Frau bin, habe mein Leben, mein Gutes gehabt, aber meine Nachfahren sind dann mitten in einer völlig veränderten Welt möglicherweise. Ich glaube, das ist wichtig, denn gleichzeitig sind Betroffene auf Seiten der prekären Gruppen wie Personen, die älter sind oder schwaches Immunsystem haben, Personen mit sehr niedrigen Einkommen, die in ungünstigen Wohnsituationen leben, Personen, die sich besondere Zuwendung auf der medizinischen Seite nicht leisten können und so weiter. Gleichzeitig müssen die Jungen das auch alles schultern. Es sind alle betroffen. Ich glaube, es geht nur gemeinsam. Und ich möchte daher diesen sozusagen ein bisschen auch gegen diesen Generationenkonflikt sprechen, wiewohl ich sehr bei Ihnen bin, dass man, wie können wir die jungen heute Leute viel stärker in die politische Entscheidung hineinholen? Das halte ich für ganz wichtig. Wir versuchen das immer, hier ganz stark auch mit jungen Leuten zu arbeiten. Aber auch bei der, wenn man so will, Wahlentscheidung wäre es meiner Meinung nach wirklich wichtig, die vielen Stimmen, die unter 16 sozusagen sind, irgendwo in das System mit hineinzuholen. Und die Klimakrise wirkt in die Zukunft. Das ist eben die Zukunft dieser jungen Leute. Und ich glaube, es muss uns auch klar sein, dass es ein sehr langes Projekt ist für die menschliche Gesellschaft. Also es wird hier keine Quick-Wins geben in den nächsten ein, zwei Jahren und dann ist alles wieder gut, sondern das wird wirklich über einige Dekaden gehen, weil es geht darum, ein System völlig umzubauen. Das dauert einfach auch ganz aus praktischen Gründen. Und ich würde einmal das gerne so als Input geben. Und ich glaube, es soll ja dann in eine Diskussion gehen. Vielleicht noch eine Anmerkung, der Begriff des Anthropozäns, also ich kenne ihn auch schon länger aus meiner Vergangenheit. Es war immer die Frage, was bewirkt die Anthroposphäre, wie schaut sie aus? Ich komme aus diesem, mein Hintergrund ist ein bisschen auch in der Stofflosanalyse, dort ist das schon sehr lange ein Thema. Aber jetzt ist es wirklich so weit, dass man erkennt, der Mensch verändert die Welt gewaltig. Und wir wissen auch gar nicht, wo diese Veränderungen hingehen wollen. Also daher, vielen Dank für Ihren Beitrag, hat mir sehr gut gefallen. Ich bedanke mich auch bei Ihnen für Ihren anschließenden Input. Und jetzt, bevor wir diskutieren können mit Ihnen hier und mit Ihnen im Web, stelle ich Ihnen noch unsere vierte und letzte Diskussionsteilnehmerin vor, das ist Barbara Blacher. Sie ist Autorin, Gründerin des Politikkongresses Momentum und des relativ neuen Thinktanks Momentum Instituts sowie Herausgeberin des dazugehörigen Moment Magazins und viele von Ihnen kennen sie noch als ehemalige ÖH-Vorsitzende. Herzlich willkommen. Vielleicht könnte noch jemand den Tisch wegräumen, dann haben Sie freie Sicht auf uns und dann ist es vielleicht etwas freundlicher. So, wir fangen jetzt mal an und dann können Sie sich auch sofort beteiligen. Es wird ein Mikro geben, das geht herum.
bitte nicht in die Hand nehmen, sondern einfach reinsprechen, auch eine weitere Corona-Maßnahme. Und Sie draußen vor den Screens natürlich können ab sofort auch Fragen schicken. Ich versuche das alles mit einzubeziehen. So, lassen Sie uns doch erstmal über die Angst reden. Das hatte ich so das Gefühl auch an der Reaktion des Publikums und hier auf der Bühne, dass das doch ein relativ spannendes Thema ist, das wir sofort besprechen könnten. Ich überlege jetzt so, was so der größte Unterschied, wenn ich an Angst denke, war zwischen eben dieser Corona-Krise, in der wir uns ja noch aktuell befinden, und dieser anderen Krise ohne Ereignisse, über die Sie gesprochen haben. Und wenn ich da über Angst nachdenke, war das, dass Corona vielleicht gar nicht mal so sehr die Schockstarre bei den meisten verursacht hat, sondern sie hat uns vorsichtiger gemacht etwas. Also selbstreflektierter vielleicht in unserem täglichen Benehmen. Bei der Klimakrise ist es eher so, dass ich das Gefühl habe, wir müssten eigentlich Angst vor uns selbst haben. Also so ein bisschen die Anerkennung oder die Erkenntnis, wie viel wir eben im Anthropozän bewirken, als Menschheit im Gesamten. Und diese Selbstangst über unsere Wirkungsmacht, glaube ich, wird einfach viel zu wenig kommuniziert oder darüber reden wir viel zu wenig. Was kann da die Politik tun, was können Medien für eine Verantwortung übernehmen, um diese Art von Kommunikation etwas mehr aufs Tablett zu bringen? Soll ich das machen? Okay. Ja? An wen ist die Frage? Wer von Ihnen das beantworten möchte, jede von Ihnen hat auch ein eigenes Mikro, Sie sprechen mit dem Headset. Vielleicht Sie haben heute noch wenig gesagt. Ja? Ja, das Thema der Angst ist tatsächlich eine ganz, ganz wichtige Frage, weil die Frage, die ich mir in dieser Auseinandersetzung auch immer stelle, was treibt die Menschen dazu an, ihr eigenes Verhalten zu ändern, was treibt sie auch an, politisch aktiv zu werden, was treibt uns an, damit auch solidarisch miteinander zu sein. Und das ist, glaube ich, auch ganz entscheidend, wenn wir uns diese große Frage der Klimakrise ansehen. Also wie verändere ich mein Handeln, was allenfalls vielleicht auch heißen könnte, dass sich mein individueller Lebensstandard möglicherweise verschlechtert, dafür, dass andere, vielleicht nicht nur in diesem Land, sondern auf der ganzen Welt, oder eben auch zukünftige Generationen noch eine lebenswerte Umwelt vorfinden. Also diese Frage des uneigennützigen, solidarischen Verhaltens, das ist tatsächlich eine ganz relevante Frage. Und da wäre meine Ergänzung vielleicht, dass ich glaube, dass die Auseinandersetzung mit der tatsächlichen Drastik extrem entscheidend ist. Da stimme ich Ihnen total zu, Professor Hahn. Gleichzeitig habe ich ein bisschen das Zitat von Antonio Gramsci im Ohr, der mal gesagt hat, und das ist, glaube ich, eine ganz gute Definition von Krise, die alte Welt ist noch nicht gestorben und die neue ist noch nicht geboren. Žižek hat später ergänzt, das ist die Zeit der Monster und in der befinden wir uns jetzt gerade so ein bisschen, wäre meine These. Das heißt, das Alte ist noch nicht weg, das Neue habe ich aber noch nicht im Blick. Ich kann mir die radikal transformierte Welt, Wirtschaft, Arbeits- und Lebensweise noch nicht gut imaginieren. Ich habe dieses Bild nicht im Kopf. Da, wo ich bin, ist es aber nicht gut. Das spüren wir alle, dieses Unbehagen mit dem, wie die Welt gerade auch funktioniert. Und in dieser Transition, haben Sie, glaube ich, gesagt im Vortrag, in dieser Transition leben und existieren wir gerade. Und das kommt auch mit einem gewissen Unbehagen daher. Greta Thunberg wurde mal gefragt, wie sieht denn dann die Welt aus, wenn sie radikal verändert sein wird? Und sie hat geantwortet, das weiß ich nicht, die ist noch nicht erfunden. Das immer wieder bei dem Eingestehen von, wir wissen nicht alles. Wir sind am Weg, wo wir dahin gelangen, das werden wir sehen. Ich möchte dann vielleicht aber schon auch ergänzen, dass ich auch mit einem Blick auf die Historie ein Stück weit das Gefühl habe, eine ganz große Antriebskraft für Menschen von heute wie von früher ist nicht nur die Angst, sondern ist auch die Hoffnung. Also ich gebe ein Beispiel. In Zeiten das jährt sich jetzt gerade zum fünften Mal, die große Flüchtlingsbewegung, die wir in Österreich erlebt haben im Sommer 2015, klar war in Syrien Krieg, klar war das Leben der Menschen dort bedroht, klar war, sie haben keine wirtschaftliche Grundlage, um ihren Kindern ein Leben zu ermöglichen. Aber der Moment war zumindest auch eine Erfahrung, die ich in Gesprächen mit syrischen Flüchtlingen hatte, dass sie sich entschieden haben, obwohl sie nicht schwimmen, obwohl ihre Kinder nicht schwimmen, sich in dieses überfüllte Schlauchboot zu setzen, war nicht die Angst vor da, wo sie herkommen. Das war die Hoffnung auf da, wo sie hingehen. Was ich damit sagen möchte, ist, ich glaube, dass die Politik auch ganz stark gefordert ist, Bilder zu entwickeln, wo wir uns darauf freuen können. Also eben nicht nur, hey, da kommt jetzt die CO2-Steuer und es wird alles teurer und überhaupt fliegen darfst du auch nicht mehr und das darfst du auch nicht mehr, sondern schon mitzuentwickeln, wie schaut unser Leben denn aus, wenn wir es radikal verändert haben und wie viel besser könnte das auch sein. Und ich glaube, diese Bilder,
Stichwort Gramsci, das Neue ist noch nicht geboren, die fehlen uns noch ein Stück weit. Das hätte, glaube ich, eine unglaubliche Zugkraft und Sogwirkung, über die ich mich auch freuen würde. Und noch eine zweite Ergänzung, das hat jetzt nichts mit der Frage zu tun, sondern nur, wenn mir das im Vortrag irgendwie durch den Kopf gegangen ist. Sie hatten eingebracht, Umwelt- und Klimapolitik muss quasi auf die Agenda ganz oben, Wirtschaft und Sozialpolitik soll mal runter. Da würde ich, glaube ich, widersprechen. Für mich ist Klimapolitik unfassbar viel Sozialpolitik. Ja? Also, um es auf einen Nenner zu bringen, ein Sozialstaat, der die Klimakrise nicht bekämpft, ist kein Sozialstaat für mich. Also da sehen wir ja in allen Zahlen, wer ist davon vor allem betroffen, wer leidet als erstes darunter, wer kann es sich eben nicht leisten, in andere Wohnungen zu ziehen, Klimaanlage zu kaufen oder ganz konkret sich auch in den Garten zu setzen, um sich von den Hitzetagen zu erholen. Das sind die sozial oder finanziell schwächeren Menschen in unserer Gesellschaft. Also ich finde, wenn wir über die Klimakrise sprechen, dann sprechen wir immer auch über sozialpolitische Fragen und das würde ich eher verknüpft sehen, als es voneinander getrennt sehen zu wollen. Welche Bilder der Hoffnung und Solidarität kann die Politik im Alltäglichen erzeugen? Weil dieses große gesamte Bild, das kennen wir noch nicht. Ja, das stimmt. Ich glaube, ich war deswegen und bleibe auch dabei so kritisch, was Angstpolitik anlangt, weil der nächste Schritt fehlt. Weil die Gefahr des Erstarrens da ist oder auch dieses Reinschlittern in Abhängigkeiten, autoritären Strukturen oder es zu überlassen. Insofern halte ich es für sehr, sehr wesentlich, dass man klar macht drei Dinge auf drei verschiedenen Ebenen. Das eine ist, das kann man auch ein bisschen die Lehre ziehen aus Corona und wir stecken noch mittendrin, es wird nie darum gehen, dass wir alles wieder aufbauen wie vorher. Das ist vorbei, sondern es die Chance, also ich nehme das, was du als Hoffnung siehst, auch als Chance. Die Chance, die wir jetzt haben, ist, dass wir mit Corona-Krise und allen sozialen Folgen, die wir haben, und die Klimakrise einen Aufbruch schaffen, weil Veränderung schon stattfindet. Und das halte ich für einen sehr, sehr großen Unterschied, der sehr wichtig ist und für mich ist völlig klar und völlig undenkbar, die Klimakrise ohne die soziale Frage zu beantworten. Das ist für mich nicht möglich. Die zweite Ebene ist aber tatsächlich dieses Angstpolitik Ja-Nein. Wie erreichen, ich überspitze es mit meinem Bild, wie erreichen Fakten die Herzen? Ich glaube nämlich nicht nur, dass Fridays for Future eine unsagbare Kraft gebracht haben und eine Bewegung, die